Hallo Leute! In diesem Video sprechen wir über Konsekutivsätze. Insbesondere Sätze mit so das. Außerdem zeige ich euch, wann wir so das voneinander trennen. Los geht's! Was bedeutet Konsekutivsätze? Wenn etwas passiert, führt es zu einer anderen Aktion oder Konsequenz. Wenn wir diese Form von so das verwenden, können wir anstelle von so die Synonyme dermaßen oder derart sagen. Alles wird erklärt bei den kommenden Beispielen. Das erste Beispiel: Die Schmerzen nach der Operation waren stark, so dass ich 3 Tabletten am Tag nehmen müsste. Die Schmerzen nach der Operation waren dermaßen stark, dass ich 3 Tabletten am Tag nehmen müsste. Bei diesen Sätzen, bei so das Sätzen, bemerken wir, dass das Verb am Ende steht. Und wenn wir so das voneinander trennen, bemerken wir, dass nach den Wörtern so, dermaßen oder derart ein Adjektiv steht, damit Sie dieses Adjektiv in der Bedeutung verstärken. Die beiden Sätze haben die gleiche Bedeutung, aber der einzige Unterschied ist die Übersetzung, wenn wir das Adjektiv verstärken wollen. Andere Beispiele: Das Wetter ist schlecht, so dass ich keinen Fuß vor die Tür setzen möchte. Das Wetter ist dermaßen schlecht, dass ich keinen Fuß vor die Tür setzen möchte. Es hat in der Nacht stark geschneit, so dass der Eingang meines Hauses heute Morgen blockiert war. Es hat in der Nacht so stark geschneit, dass der Eingang meines Hauses heute Morgen blockiert war. Peter ist beim Klettern schwer gestürzt, so dass er sich den Fuß und die Hand gebrochen hat. Peter ist beim Klettern derart schwer gestürzt, dass er sich den Fuß und die Hand gebrochen hat. Der Ton war heftig, so dass viele Menschen ihn nicht nur in der Stadt, sondern auch in der Umgebung gehört haben. Der Ton war so heftig, dass viele Menschen ihn nicht nur in der Stadt, sondern auch in der Umgebung gehört haben. Danke fürs Zuschauen! Ich freue mich sehr auf eure Unterstützung und eure Likes und abonniert den Kanal für mehrere Videos. Tschüss!